Herzlich willkommen zu Topf täglich, Nummer 66, glaube ich. Auf jeden Fall ist heute der 13.09.2012 und es geht mal wieder um Open Government. Weil ich nämlich, hier habe ich es nämlich gerade noch liegen, nach Rheinland-Pfalz ja morgen fahre. Dort bin ich Experte. Ich weiß auch nicht, wieso ich Experte bin und sag mal, du nicht. Wir sind ja Bürger und sind alle Experten. Wenn es um Bürgerbeteiligung geht, würde ich mal annehmen. Aber wie gesagt, ich bin da. Um 10 Uhr beginnt das. Ich glaube, es gibt einen Livestream, bin mir nicht ganz sicher. Ich gucke da nochmal nach oder ich meine, googeln könnte wahrscheinlich selbst. Jokett findet man, glaube ich, relativ einfach. Ja, bedeutet aber auch, weil ich jetzt mit Valentina noch dahin fahre, die eine Stunde früher da sein muss und ich so blöd bin und dann gesagt habe, okay, fahre ich dann auch, muss ich also um 10 vor 6 losfahren. Auch gut, deswegen muss ich gleich ins Bett, deswegen muss das hier schnell vorübergehen. Ja, wie auch immer, ich muss hier morgen einen Vortrag noch halten, der darf immerhin 10 Minuten lang sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bringt. Manche beginnen ja ihren Vortrag direkt so mit einer Lamentiererei, dass das Ding nur 10 Minuten lang sein darf. Das machen die dann 3 Minuten lang und dann bleiben halt auch nicht mehr ganz so viel und alle überziehen dann eh. Ich werde das mal versuchen, nicht zu machen. Und es bietet sich auch meist bei solchen Sachen an, das natürlich vorzubereiten und mal zu üben auch ein bisschen. Deswegen mache ich das jetzt einfach hier und schaue mal, wie das so klappt. Ich glaube, ich hatte hier auch mal ein Telefongerät, wo so eine Uhrzeit draufsteht. Ach, da steht sie auch. Und sieh da, 2 Minuten geht irgendwas nach oder irgendwas vor. Gut, wie auch immer, ist übrigens noch ein sehr kurzes iPhone hier. Aber das ist ein anderes Thema. Also, es geht im Prinzip bei dieser Enquete, muss man dazu wissen, um Bürgerbeteiligung und die Fragestellungen gingen alle so um die Frage, wie soziale Netzwerke, ich glaube, es wurde das soziale Netz genannt oder so, wie die das Ganze beeinflussen, wie Öffentlichkeit, Medien und Demokratie, so hieß es in einer Frage, sagen wir mal, miteinander in Verbindung stehen. Ich nehme mal an, mit Demokratie ist Politik und Verwaltung gemeint, weil für mich steht Demokratie eher, sagen wir mal, über den Dingen und sagen wir, es ist nicht Öffentlichkeit, Medien und dann gibt es noch Demokratie und das gehört irgendwie alles ja dazu. Sind andere Ebenen, glaube ich, wie gesagt. Ja, und deswegen will ich mal versuchen, einfach zu schauen, was man denn dazu erzählen kann, weil so viel kann man eben nicht erzählen. Danach gibt es auch noch eine Fragerunde, ich glaube so 45 Minuten. Ich glaube, wir sind 12 Experten oder so. Das heißt, es wird dann alles ein bisschen eng da. Und dann ist auch schon Ende und was dann weiter passiert, weiß auch keiner so richtig. Aber ich werde ja mal schauen, vielleicht trifft man den einen oder anderen ja doch mal auf dem Flur dann noch, um zu hören, was denn eigentlich da geplant ist. Aber beginnen wir mal. Und zwar die eine Frage ist, wo wir herkommen. Also es geht schon um die, vielleicht große Einschätzung, Einrichtung, es geht also um die Spannungsfeld Öffentlichkeit, was ist der Bürger, Politik, Verwaltung, wie sieht das heutzutage aus? Nicht? Und da ist, wo wir herkommen, das sind ja die Massenmedien. Und Massenmedien, das bedeutet, dass es ein paar Leute gibt, die an sehr viele Leute senden können. Die haben Zeitungen, Rundfunk und so weiter, haben das aufgebaut, ihre Infrastruktur und die können das eben tun und tun das natürlich auch. Und was sie senden, das sind meist natürlich von, sagen wir mal, größeren Institutionen, Informationen wie Pressemitteilungen und so weiter, von Parteien, Parlament und so weiter, wenn man in, im politischen Bereich ist. Und der Bürger, sagen wir mal, der kommt da jetzt eher selten vor, als wenn er ein großes Problem hat, dann vielleicht. Aber sagen wir mal, wenn ich jetzt meine Meinung mal sagen will, dann ist wahrscheinlich erstmal keine Zeitung so sehr interessiert daran. Also sagen wir mal, der Otto-Normalbürger, der hat da erstmal nichts zu melden, der empfängt eigentlich die meiste Zeit nur. Und das ändert sich natürlich jetzt inzwischen, weil jetzt gibt es Internet und eben diese soziale Netze oder soziale Netzwerke, nennen wir es mal, Social Media, Web 2.0, wie immer man es nennen will. Und da gibt es jetzt ein paar Änderungen in dieser Struktur. Plötzlich nämlich können die Bürger senden, sie können nicht nur empfangen, sie können selber senden. Das sind nicht immer viele Leute, aber es ist halt der eigene Bekanntenkreis, den man eben so kennt, aus, sagen wir, begibt sich aus Familie oder Bekanntenkreis und so weiter, aber das Ganze ist auch nicht mehr lokal begrenzt. Es kann zum Beispiel auch sein, dass man Leute in ganz Deutschland zu einem bestimmten Thema kennt und sich auch mit denen austauscht oder sogar weltweit, wobei da eher die Sprachbarrieren im Weg stehen. Das heißt, es geht also mehr um eine Ausweitung des Freundeskreises über die lokalen Grenzen hinaus. Es ist nicht mehr nur der Stammtisch, der in der Stadt stattfindet, sondern der Stammtisch sozusagen im virtuellen Dorf, was sehr groß sein kann. Das Zweite ist natürlich, die sind eben vernetzt, wie ich ja auch schon erwähnt habe. Man hat eben seine Bekannten dort, die, wo auch welche hinzukommen können, je nachdem, mit wem man sich da unterhält. Und durch diese Vernetzung gibt es auch die Möglichkeit von viralen Effekten. Viraler Effekt bedeutet also, wenn ich
erstmal sende, sende ich erstmal an wenige Leute verglichen mit Fernsehen, aber wenn die das weitersenden, weil ich einen Nerv getroffen habe oder so und die das interessiert, kann ich potenziell sehr viele Menschen erreichen. Und selbst wenn das jetzt nicht so viral läuft, wenn wir auf YouTube mal schauen, so manch ein Kanal hat dann, was weiß ich, 500.000 Leute, die da abonniert sind. Also auch da ist es nicht so, dass es jetzt nur ein paar Leute unbedingt betrifft. Es sind natürlich nicht 18 Millionen, das ist noch ein bisschen hin, aber sagen wir, es ist schon relativ viel für bestimmte Nischen eben. Und das Wichtigste ist aber bei all diesem, ist es eine Konversation. Das heißt, wenn ich eine Nachricht sende und die weiterverteilt wird und sogar, sag mal, öfter weiterverteilt wird, dann ist auch der, sag mal, als Achter in dieser Weiterverteilungsreihe steht, der kann mich immer noch dann kontaktieren und wir können Argumente austauschen. Vielleicht ist er nicht meiner Meinung. Das heißt, wir haben eine andauernde Konversation und dieses ganze Netzwerk, das brummt und summt die ganze Zeit im Prinzip. Das heißt, wir haben eine andauernde Konversation, die dort stattfindet. Beispiel vielleicht, was vorher so, wie es vorher funktioniert hat, da konnte man eigentlich solche Dinge nur erreichen, indem man, was ich große Themen hatte, Atomkraft, Krieg und Frieden und solche Dinge, da hat man viele Leute natürlich aktiviert bekommen, es war aber auch sehr aufwendig, die zu organisieren. Das ist heute viel einfacher und wenn man jetzt sieht, so ein Thema wie den Jugendmedienschutzstaatsvertrag, ist ja gerade etwas, was in Rheinland-Pfalz, glaube ich, auch eine Rolle gespielt hat, würde ich mal annehmen, da sieht man, was plötzlich passiert bei so einem Thema, was früher wahrscheinlich nicht viele Leute hinterm Herd hervorgelockt hätte, aber jetzt eben dadurch, dass wir dieses Netzwerk haben und dass Leute sich zusammenfinden, die das vielleicht auch nicht so gut finden, was da beschlossen worden ist oder beschlossen werden sollte, die haben immerhin nachher es geschafft, dass das Ganze gekippt wird. Das heißt also, das ist eine neue Qualität, das heißt auch, dass der Bürger mehr Macht bekommt, er kann auch selbst Themen auf die Agenda setzen. Das heißt nicht, dass Massenmedien jetzt, sagen wir mal, überflüssig werden, es bedeutet im Prinzip erstmal nur, dass, sagen wir mal, das auch auf die Agenda gesetzt wird, wo Massenmedien wieder eine Rolle spielen. Die werden das dann weiterverteilen, auch Netzsperren, die Debatte, die war zum Beispiel irgendwann in der Tagesschau und dann wissen es schon mal relativ viele Leute, was vorher auch nicht so funktioniert hätte. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite sehen, was Politik macht, da haben wir so politische Kommunikation, da scheint mir fast so, dass Politiker eigentlich nur zwei Zustände kennen oder dieses System, nämlich senden und empfangen. Aber immer nur getrennt, nicht gleichzeitig, also keine Konversation. Senden, das ist zum Beispiel Pressemitteilungen schicken oder Pressekonferenzen machen und solche Dinge. Man sendet, aber es ist halt Einbahnstraße. Man weiß eben nicht, was genau kommt eigentlich zurück von diesen Leuten, denen man das sendet. Verstehen die, was ich meinte oder haben die noch, sag mal, Input, der vielleicht wertvoll wäre, den sie mir aber nicht senden können, weil es so umständlich ist. Wissen auch vielleicht gar nicht, wohin sie es senden sollen. Und natürlich wissen die auch nicht, wieder, wenn sie senden, was dann mit ihrem Input passiert. Also das ist so der Sendemodus. Der Empfängermodus, das ist sowas wie eine Anhörung, wo eben, was eben dann morgen passiert. Das heißt, da lädt man sich ein paar Leute ein, die man irgendwie ausgesucht hat. Man lädt also auch nicht alle Bürger ein, sondern halt ein paar, auch wenn das, glaube ich, in Rheinland-Pfalz schon, sagen wir mal, geplant ist, dass man auch Besuchergruppen empfängt. Ich glaube, das ist sogar morgen auch der Fall, dass man eben auch mit Bürgern dann diskutiert. Das ist natürlich ganz gut, aber dennoch ist es hauptsächlich ein Empfang. Das heißt, auch wir werden da sitzen, auch wir Experten haben ja eigentlich nicht miteinander geredet wirklich. Wir senden halt was an die, wir schreiben auch ganz viel, aber auch wir wissen nicht, was jetzt bei denen ankommt, weil es ist eben ein reines Empfangen und was dann damit gemacht wird, das wird dann in internen Arbeitssitzungen normalerweise weiter besprochen. Da wird dann entschieden, wie es weitergeht oder da werden diese Dinge erstmal besprochen und erörtert und Argumente ausgetauscht. Also da findet dann schon eine Konversation statt. Aber im Hinterzimmer eben. Und das ist dann so ein Mismatch nachher eben mit sozialen Medien, weil diese Konversation, die findet eben nicht nach außen statt. Also man macht keine Konversation mit den Leuten, die einem Input liefern, sondern man macht das eben intern. Und da ist es halt eben in sozialen Netzwerken schon deutlich anders. Und das Problem dabei ist, zumindest meiner Meinung nach, dass natürlich dadurch ein Erwartungsdruck passiert, das merke ich auch mir selbst, weil ich das natürlich mit meinen Bekannten so mich austausche, will ich das natürlich auch mit Politikern machen. Geht ja auch um meine Probleme im Zweifel. Das heißt, dann will ich natürlich auch diesen Austausch haben und will jetzt irgendwie nicht nur hören, ja, das nehme ich mal mit in die Arbeitssitzung und höre dann vielleicht nie wieder was davon, weil natürlich ist auch klar, so ein Politiker hat jetzt auch nur begrenzte Kapazitäten, um jetzt dann jedem wieder Bescheid zu sagen, was jetzt wie war. Man kriegt eventuell nachher nur das Endergebnis mit und da ist, sag mal, durch diese Methode im Zweifel die Chance groß, dass man damit unzufrieden ist. Also wir hatten das in Aachen jetzt bei diversen Gelegenheiten, also Bürgerinitiativen sind eigentlich chronisch unzufrieden, was vielleicht auch nur daran liegt, dass sie nicht wissen, warum wie entschieden worden ist.
So, und dieser Mismatch, das ist auch das Problem bei vielen Partizipationsprojekten, also Bürgerhaushalten und so weiter. Auch da ist es so, dass der Bürger unter sich diskutiert und das sozusagen ein Empfangen ist, was der Bürger so denkt, aber die Politik oder Verwaltung, die macht da gar nicht mit bei diesen Diskussionen. Das heißt, die nimmt das wieder rein in ihre eher Hinterzimmer, in Anführungszeichen, Treffen und diskutiert das dort weiter, was der Bürger wieder nicht mitkriegt. Also es sind sehr distinkte Örtlichkeiten, wo das passiert. Und was meiner Meinung nach dann notwendig ist, ist im Prinzip, dass es hier nicht weiter pingelt, ist, dass wir, sagen wir mal, das überwinden, also zumindest zu einem großen Teil. Und das bedeutet im Prinzip, dass der ganze politische Prozess, sagen wir mal, auch eine 2.0 bekommen muss, so wie Web auch eine 2.0 bekommen hat, wo eben dann so Social Media plötzlich eine Rolle spielte. Und dieser Prozess, das heißt, dieser ganze politische Prozess, das ist eben nicht auch nur Regierung, sondern das sind auch Parteien und so weiter. Die müssen sich öffnen und diese, sagen wir mal, Sitzungen, die jetzt nicht öffentlich stattfinden, die müssten eigentlich mehr in die Öffentlichkeit und es muss auch eine Konversation mit allen Leuten passieren. Das heißt jetzt nicht, dass man alle unbedingt fragen muss oder alle mitentscheiden lassen muss. Das sollte man vielleicht bei großen Projekten machen, aber es bedeutet schon, dass man diesen Input nehmen sollte und, sagen wir mal, auch Argumente austauschen sollte, sodass eben klarer ist, wie die Positionen sind und warum sie so sind. Hat auch den Vorteil, dass man als Politiker dadurch durchaus mal darstellen kann, dass man von dem Thema auch Ahnung hat. Auch das kommt durch diese verkürzte Pressemitteilungskommunikation ja eben gar nicht rüber. Das heißt, das ist die eine Sache und natürlich gehört auch dazu, dass man informieren muss. Auch über ein Thema muss man intensiv informieren. Das wird auch in vielen Fällen vielleicht nicht gemacht. Hier sind jetzt diese Anhörungsunterlagen öffentlich, die kann man sich natürlich angucken. Ich weiß aber nicht, was es zum Beispiel noch alles für Gutachten und so weiter gibt, die sich eben Politiker anschauen. Auch das sollte, sagen wir mal, viel mehr öffentlicher stattfinden. Ich sehe das auch in kommunaler Sicht, dass da eben vielleicht der Dezernent mal zu den Parteien hingeht und über, was weiß ich, das Straßenbahnprojekt informiert, aber sagen mal, zu dem Otto-Normalbürger wird jetzt nicht so ein enges Verhältnis gepflegt, als dass der mal konkret nachfragen könnte, was denn jetzt genau Sache ist, wo sich so ein Dezernent mal 2 Stunden Zeit nimmt und das mal alles erklärt. Das heißt also, informieren gehört natürlich, ist natürlich Vorausbedingung, um, sagen wir mal, sinnvoll diskutieren zu können. Aber vor allem ist wichtig eben die Konversation, weil ohne das wird es, glaube ich, schwierig, wenn eben der Bürger das mehr und mehr erwartet, weil er das eben nicht anders kennt. Wir haben jetzt eine Generation, die heranwächst und die ist das gar nicht anders gewohnt. Kann sein, dass es dadurch auch in die Politik etwas hineinkommt, aber das kann man natürlich ein wenig forcieren. Bedeutet aber auch, dass es gewisse Regeln geben muss, also Social-Media-Regeln müssen dann auch für die Verwaltung her, dass auch die wissen, was sie eigentlich dürfen und nicht dürfen und auch Dienstwege müssen vielleicht mal überdacht werden, weil auch da ist die Frage, wann ist etwas rechtskräftig, wer ist auch wann in der Öffentlichkeit? Das ist ja auch eine Frage, weil man natürlich auch dann mit Mitarbeitern mehr in die Öffentlichkeit zieht. Und das Letzte eben, was noch wichtig ist, ist, dass wir eine Kultur haben, die auch Fehler erlaubt, weil wir alle wissen nicht, wie das Ganze funktioniert mit Bürgerbeteiligung und dieser ganzen Offenheit. Das müssen wir alles testen und das bedeutet, dass wir jetzt nicht einen großen Plan machen können, den umsetzen und fertig, sondern das bedeutet, wie viel haben wir? 10. Das bedeutet, dass wir hingehen müssen und, sagen wir mal, klein beginnen müssen, Dinge ausprobieren müssen und dass das auch erlaubt sein darf, dass was schief geht. Und das muss auch von oben gedeckt sein. Das heißt, da ist dann eine Regierung gefragt, dass auch, sagen wir mal, die Verwaltung weiß, was sie darf und nicht darf und was, sagen wir mal, okay ist, wenn es mal schief geht, was man ausprobieren darf. Und natürlich gehört dazu auch, dass man Rechtssicherheit schafft, dass man auch weiß, wenn man etwas tun will, dass man das tun kann oder unter welchen Bedingungen man das tun kann. Ja, und damit beende ich mal diese 10 Minuten hier. Ich glaube, es waren sogar 10 Minuten. Eine Erfahrung ist natürlich auch, wenn man da sitzt und dann aufgeregt ist, dann sind 10 Minuten auch schnell mal 8 Minuten plötzlich. Oder wenn man ganz aufgeregt ist, 5 Minuten. Insofern ein bisschen länger kann man immer haben. Allerdings wäre natürlich besser, wenn man übt, dass man dann nicht so alles runterrattert. Ja, wenn ihr noch Input habt, apropos Konversation, ich habe da so ein, da unten ist so ein Kommentarfeld, da dürft ihr gerne hinterlassen, was ihr davon denkt. Wie gesagt, viel konnte man nicht reinpacken. Auf der Enquete-Seite gibt es auch noch meinen Text dazu, den könnte ich auch nochmal verlinken. Hatte leider auch nicht ganz so viel Zeit, den zu schreiben, weil natürlich hier auch man noch ein bisschen arbeiten muss nebenbei. Das ist halt immer das Dumme. Und eigentlich hätte ich mir auch da gewünscht, dass man das eben so im Austausch mit den anderen Experten eher entwickelt, weil wenn man natürlich auch die
Texte der anderen Experten liest, dann, oder heißen die Sachverständigen, ich weiß gar nicht, wie genau der Titel da ist, ist aber ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn man die Sachen liest, hat man natürlich wieder neue Ideen und will vielleicht hingehen und noch ein bisschen mehr schreiben oder zumindest mehr diskutieren. Wie gesagt, das ist leider morgen auch nicht möglich. So richtig diskutieren ist halt keine Zeit da. Es gibt 12x10 Minuten Beitrag, 45 Minuten Fragestunde, glaube ich. Und dann ist auch Mittagspause. Und dann fahre ich wieder nach Hause und werde wahrscheinlich dann ins Bett gehen. Ja, das war es auch von diesem Topf täglich. Ich mache das mal hier kurz, auch wenn ich gar nicht weiß, wie lange das war. Steht das hier 15 Minuten. Das ist, glaube ich, angenehm für alle, oder? Ja, ich sage auf Wiederschauen und wer den Livestream findet, kann ja mal reinschauen. Ich werde vielleicht mal berichten, wie es war. Ob, sagen wir mal, noch irgendwas drumherum passiert ist, was man jetzt nicht so sah. Das ist vielleicht eher interessant, wie weit die sind. Das würde mich auch mal interessieren, auch verglichen jetzt gerade mit der Sache, die hier eben in Nordrhein-Westfalen passiert. Gut, dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende, weil ich glaube, morgen mache ich keinen Topf täglich. Bis dann. Das war das Falsche. Da wollte ich hin. Ha. Egal, bis dann.